Antwerpen ist ein vielseitiger Hafen. Massenstückgut, Stückgut und Projektladung werden hier ebenso umgeschlagen wie Massengüter und Container. Die Beziehungen zwischen dem Antwerpener Hafen und Deutschland könnten enger kaum sein. Gut ein Drittel aller Container, die von Antwerpen ins Binnenland transportiert werden, ist für Deutschland bestimmt. Für den Gütertransport zwischen Antwerpen und Deutschland könnte bald auch der Albertkanal wichtig werden, die längste und vom Frachtaufkommen her wichtigste Wasserstraße Belgiens. Der Albertkanal wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut, um Antwerpen mit den Steinkohlezechen in Limburg und der Industrieregion um Lüttich zu verbinden. Wie im Ruhrgebiet gab es auch hier eine Kohle- und Stahlkrise, die es ruhiger auf dem Kanal werden ließ. Momentan wird der Albertkanal fit für die Zukunft gemacht. 62 Kanalbrücken werden durch Umbau oder Neubau auf 9,10 Meter Durchfahrtshöhe gebracht. Knapp die Hälfte ist schon geschafft. In 4 Jahren soll das Werk vollendet sein. Dann ist der Kanal offen für die Containerfahrt mit 4 statt 3 Lagen Containern. Ein 135 Meter langes Containerschiff ersetzt dann 250 Lastzüge. Schon jetzt bewältigt der Kanal 40 Millionen Tonnen Güter im Jahr, davon 400.000 Container. Derzeit geht es noch überwiegend um Ladung aus oder nach Belgien. Aber nach dem Ausbau könnte der Albertkanal auch für den Hinterlandverkehr von und nach Deutschland interessant werden. Beispiel landeinwärts: Die Container reisen von Antwerpen weiter nach Lüttich. Dort wird gerade der einzige trimodale Containerterminal der Wallonie ausgebaut, also ein Terminal mit Schiffs-, Bahn- und Straßenanbindung. Von hier aus würde es per Lkw weitergehen nach Deutschland. Damit könnte Lüttich eine ähnliche Rolle im Hinterlandverkehr für den Raum Aachen bis Trier und den Süden der Niederlande einnehmen, wie Venlo sie heute für die Regionen weiter nördlich hat. Das würde die deutschen Rheinhäfen im Rheinland entlasten, die bis auf Krefeld zu wenig Ausbaukapazitäten für Containerumschlag haben, so die Einschätzung des deutschen Repräsentanten des Port of Antwerp. Unterm Strich bietet die Aufwertung des Albertkanals also nicht nur eine interessante Perspektive für Antwerpen, sondern auch für Deutschland.